Guten Abend aus Straßburg, wo das Europäische Parlament in dieser Woche getagt und mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen auch einen hochrangigen Gast aus Österreich als Redner begrüßt hat. Unmittelbar vor dem Sitzungssaal sprechen wir über einen Beschluss, der diese Woche in diesem Saal gefallen ist. Das CETA-Freihandelsabkommen mit Kanada hat, zumindest von hier aus, grünes Licht bekommen. Wir diskutieren über die möglichen Folgen. Die Frage, ob sich die EU neu aufstellen muss, mit anderen Regeln, wird wieder diskutiert. Auch das ist heute ein Thema. Und wir werfen einen Blick auf die immer mehr von Automatisierung geprägte Arbeitswelt. Nehmen uns Roboter bald die Arbeit weg? Als Gäste begrüße ich heute die Europaabgeordneten Caroline Graswander-Heinz von der SPÖ, Ottmar Karas von der ÖVP, Franz Obermeier, FPÖ, und Ivo Weigl von den Europäischen Liberalen aus Slowenien. Herzlich willkommen. 408 Stimmen dafür, 245 dagegen. Recht deutlich ist diese Woche der Beschluss hier im Europäischen Parlament ausgefallen, mit dem das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada gebilligt wurde. Die CETA-Gegner befürchten Nachteile für Normalbürger und unfaire Vorteile für Großkonzerne. Aber es gibt viele Stimmen, die gerade jetzt, wenn sich die USA vom Freihandel abwenden, in der Partnerschaft mit Kanada eine gute zweite Chance erblicken. CETA ist ein fortschrittliches Abkommen, das unsere Standards hochhält und unsere Empfindlichkeiten schützt. Nichts in diesem Abkommen hindert Regierungen daran, im Interesse der Menschen zu handeln. Der Vertrag CETA ist für die Zukunft gedacht. Der ist nicht nur für jetzt und für uns. Wir müssen uns positionieren als Europäische Union, als Europäer in einer Welt in Veränderung. Wir wollen diese Veränderung gestalten und da bleibt nicht viel anders übrig, als endlich zu handeln. Dies ist ein Zeichen, dass wir es können. Das hier sind nur ein paar der 3,5 Millionen Unterschriften gegen CETA. Das ist nur ein Teil der Millionen Menschen, die gegen CETA auf die Straße gehen. Von den Millionen Menschen, die haben demonstriert gegen CETA. Menschen vor Profit. Stopp CETA. Es kann noch 2 oder 3 Jahre dauern, da alle nationalen Parlamente CETA zustimmen müssen. Trotzdem ist die Abstimmung im Europäischen Parlament wichtig, weil dann große Teile schon vorläufig angewendet werden können. Herr Karas, Sie waren Teil der großen Mehrheit, ziemlich großen Mehrheit von 408 Stimmen, die dem CETA-Vertrag mit Kanada hier zugestimmt hat. Was waren Ihre Gründe für diese Zustimmung und haben die Argumente der Gegner für Sie keinerlei Wert? Also zum Ersten, Sie haben es ja schon angeschnitten, das war eine gute Woche für Österreich. Mit der Rede des Herrn Bundespräsidenten und seinem Appell, dass wir einander bedingen, dass Europa nicht Ausland ist, dass Europa Politik Innenpolitik ist und dass wir alle großen Fragen eigentlich nur gemeinsam lösen können, war er ein Mutmacher für die Zukunft der Europäischen Union. Die CETA-Abstimmung ist ja keine, die heute so auf einmal entstanden ist. Wir haben 7 Jahre verhandelt. Seit 2014 sind die Verhandlungen abgeschlossen. Es wurde das Verhandlungsergebnis geprüft, auch im Europäischen Parlament, in der Öffentlichkeit. Es wurde nachgebessert. Es haben die Mitglieder der Bundesregierungen der 28 Staaten die Kommission beauftragt, es zu unterzeichnen. Und wir als Bürgerkammer Europas haben jetzt ein Urteil abgegeben, ob es in Kraft treten kann oder nicht. In 3 verschiedenen Punkten werden ja die nationalen Parlamente noch entscheiden, nämlich in der Frage Investorenschutz, in der Frage von Kameratechnologie, Sicherheit und in der Frage von Investitionen, vor allem der Finanzwirtschaft. Was waren meine Gründe? Der Grund ist, die österreichische Bundesregierung ist einmal einer.
die hat vor wenigen Tagen erst in ihrem überarbeiteten Arbeitsübereinkommen sehr klar gemacht, welche Bedeutung Handelsübereinkommen für die österreichische Wirtschaft und für die Beschäftigung in Österreich hat, weil wir ein so exportabhängiges Land sind. 60% unseres Wohlstandes erwirtschaften wir außerhalb Österreichs. Zum Zweiten, wir haben das Ergebnis überprüft und auch der Vorsitzende des Handelsausschusses, der Sozialdemokrat Bernd Lange, hat ja deutlich gesagt, dass wir die Sorgen und Ängste der Bürgerinnen und Bürger, ihre Fragen in den Verhandlungen ausreichend berücksichtigt haben und auf alle diese Punkte, Wasserversorgung, Gesundheitsstandards, Lebensmittelstandards, Landwirtschaft, Right to Regulate, Investorenschutz eingegangen sind. Unsere Forderungen sind erfüllt. Wir wollen Globalisierung fair gestalten. Wer sich abschottet, verliert. Wir wollen Motor der Regelung der Globalisierung sein. Und wir wollen Zukunft gestalten, indem wir Wachstum und Beschäftigung stärken. Frau Gaswander-Heinz, Herr Karas hat es erwähnt, Handelsverträge sind etwas, was die Bundesregierung anstrebt. Und dieser CETA-Vertrag war etwas, wo der Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern eine Zeit lang Widerstand geleistet hat. Dann hat er den Widerstand aufgegeben und gesagt, na ja, er kann damit leben, mit diesem CETA-Vertrag. Und dann kommen die Abgeordneten der SPÖ im Europäischen Parlament und die sagen, der Parteichef ist uns egal, wir stimmen jetzt alle dagegen. Können Sie mir das erklären, was ist da los? Ist da ein Aufstand im Gang? Also so ist es nicht, dass uns der Parteichef egal ist. Er hat sehr viel erreicht durch seinen Druck, den er ausgeübt hat, bevor er unterschrieben hat. Es ist zustande gekommen, dass CETA ein gemischtes Abkommen ist und dadurch eben in den nationalen Parlamenten auch noch einmal abgestimmt wird. Es ist zustande gekommen, dass der Investorenschutz überhaupt erst aus der vorläufigen Anwendbarkeit draußen ist und dass das dann erst mit den nationalen Parlamenten abgestimmt wird. Und wir sehen das aus europäischer Ebene ein wenig anders. Anders, weil wir klare Formulierungen vermissen. Gerade zum Beispiel beim Investorenschutz. Ist das Parlament hier wirklich das Europäische eingebunden bei der Auswahl der Richterinnen und Richter? Wissen auch nicht der Verhaltenskodex der Richterinnen und Richter, wie das aussieht. Also ich habe das Gefühl, CETA ist noch eine Baustelle, ist noch nicht fertig abgeschlossen und da gibt es Punkte, die wir nachbessern müssten. Wir haben aber die Zeit nicht mehr gehabt, weil wir ja gestern abgestimmt haben und wir haben auch bei der regulatorischen Kooperation noch nicht klare Äußerungen, inwieweit das Europäische Parlament eingebunden ist, wenn man die Kontrollmechanismen auch verwirklichen will. Es gibt auch Probleme, und da haben wir schon gesagt, unser Regierungspaket wird darauf ausgelegt, dass es eben Handel forciert, das stimmt, aber es muss auch Mechanismen geben, die das kontrollieren, wenn es Verstöße gibt. Und diese Sanktionsmechanismen gibt es aber nicht in CETA. Diese Sanktionsmechanismen in dem Nachhaltigkeitskapitel sind nicht gegeben. Auch hier sehen wir große Mängel und deshalb ist es noch nicht gut genug. Das heißt nicht, dass alles schlecht ist, aber es bräuchte noch Nachbesserungen. Wollen Sie, dass jetzt das österreichische Parlament auch dagegen stimmt, auch die SPÖ-Seite dort? Das österreichische Parlament hat seine Aufgabe, nun die Bedingungen anzuschauen, die gestellt wurden, ob das gut genug ist und wird dementsprechend entscheiden. Herr Weigel, Sie gehören der Parteifamilie der Liberalen im Europäischen Parlament an und bei diesen Liberalen hat es ein grundsätzliches Bekenntnis immer gegeben zum freien Handel, zu internationalen Verflechtungen. Ihre Gruppe im Parlament hat mit überwältigender Mehrheit für CETA gestimmt, mit ein paar Ausnahmen. Und eine von diesen Ausnahmen waren Sie. Warum sind Sie als Liberaler jetzt gegen CETA? Also ich, wie schon gesagt, das ist ein Projekt in Aufbau. Es wird noch zumindest 2-3 Jahre dauern, dass wir in Europa über diesen und vergleichbaren Abkommen sprechen werden. Und was wir damit erzielen wollen. Ich habe eigentlich mich entschieden, der Ruf der jungen Leute zu folgen. Die meisten junge Leute in Slowenien, auch weil wir eigentlich keine ökonomische Beziehungen mit Kanada haben. Es ist eine mehr als eine Metapher. Aber die könnten ja in Gang kommen, wenn sie sagen. Aber deswegen hat sich eigentlich die Diskussion in Slowenien entfaltet über die Prinzipien, über wie wollen wir
leben. Und es werden die jungen Leute, die ihr Leben vor sich haben. Und sie haben protestiert. Sie haben gesagt, also es riecht nach einer neoliberalistischen Vorstellung der Entwicklung in die Welt. Und dann, es ist auch eine Befürchtung, dass es hat sich jetzt gesprochen, nachdem der amerikanische Präsident seine protektionistische Handelspolitik angekündigt hat. Und ich persönlich muss sagen, das hat auch meine Stimme beeinflusst. Ich glaube kaum, dass diese 40.000 amerikanische Firmen, die ihre Niederlassungen in Kanada haben, sich nicht versuchen, von diesen Abkommen zu profitieren. Und dann haben wir eine Einbahnstrecke, wo die amerikanischen Produkte nach Europa kommen. Und wir haben einen verschlossenen Markt in Amerika. Also das ist auch einer der Gründe. Und die anderen Gründe sind, es waren unsere Grüne dagegen, es waren Jugendliche dagegen, es waren die Bauern dagegen. Es waren zu viele Schichten, zu viele dagegen. Und wobei die Politik hat sich da mehr oder weniger geeinigt. Also in unserem Parlament gab es ein grünes Licht, aber auf den Straßen von Slowenien nicht. Und ich glaube, wir müssen besonders die Sorgen von den jungen Leuten da berücksichtigen und sich noch Zeit nehmen. Diese Abkommen waren noch nicht reif zu beenden und zu unterschreiben. Und wir haben, Gott sei Dank, noch Zeit. Sind Sie als Liberaler gegen den Neoliberalismus, den sogenannten? Also ich bin endgültig. Wissen Sie, in liberale Fraktion gibt es eine breite und bunte Mischung von Neoliberalen und Liberalen in der Sinne des liberal zu sein, liberal zu denken, liberale Werte zu vertreten. Und für mich ist Neoliberalismus kein liberales Wert. Herr Obermeier, die Freiheitlichen waren auch gegen CETA. Warum eigentlich? Geht es Ihnen darum, dass Europa besser dasteht, wenn es sich abschottet, vielleicht sogar jeder Nationalstaat wieder besser dasteht, wenn er eigene Zollmauern aufstellt? Ja, zum Ersten muss einmal gesagt werden, es wurde tatsächlich 7 Jahre diskutiert und es wurden sehr viele Punkte aufgegriffen, aber leider Gottes im Gesetzestext, der zur Abstimmung vorlag, waren die wesentlichen Giftpfeile nicht heraus. Das heißt, es gibt eine Reihe von Punkten, die eben, wie der Kollege Weigler gesagt hat, die Politik vielleicht nicht akzeptiert oder nicht erkennen will, wie auch bei uns in Österreich, allerdings die Bürger sehr wohl. Und ich glaube, es ist wichtig, auf die Bürger zu hören. Und das sollte man tun. Und das haben wir auch gemacht. Und wir waren, glaube ich, klar und stringent in unserer Grundhaltung, dass wir grundsätzlich gegen dieses Abkommen sind. Nicht, weil wir grundsätzlich gegen Handelsabkommen sind, das ist ja was Vernünftiges, nur das CETA-Abkommen ist mehr als ein reines Handelsabkommen, wo es vielleicht um Zölle geht. Es greift wesentlich in die Strukturen Europas ein, es greift auch in die demokratischen Strukturen der Mitgliedstaaten ein. Ich darf nur erinnern, Schiedsgerichtsbarkeit, das ist eine Paralleljustiz, die unvorstellbar sind. Wir sind ja keine banalen Republiken, wo man also hier offensichtlich Angst haben muss, dass der Investor keinen Rechtsschutz bekommt. Ein weiterer Eingriff sind diese sogenannten neuen Institutionen, diese Joint Committees, also besetzt von der Union einerseits und von Kanada. Wir wissen nicht, wie die Rechtssituation ist, wir wissen nicht, was deren Aufgabe ist. Undefiniert, aber mit viel Macht, wo bereits Lobbyisten im Vorfeld hier Einfluss nehmen können und wo diese Joint Committees überprüfen, ob eine Gesetzgebung nicht nur der Union, sondern auch den Mitgliedstaaten konform ist mit dem Vertrag. Also ein gravierender Eingriff in unsere Rechtsprechung. Wir dürfen nicht vergessen, dass damit auch das Vorsorgeprinzip, ein ganz wichtiges europäisches Prinzip, das unterschiedlich ist zu den amerikanischen Vorstellungen, aber doch für uns sehr wichtig ist. Wir prüfen zuerst, ehe wir ein Medikament, ehe wir etwas zulassen. Und dann kommt es am Markt. Dieses Vorsorgeprinzip scheint durch diese Joint Committees durchaus gefährdet zu sein. Wir wissen eben nicht, wie die Arbeitsweise sein wird. Also es ist eine Gefahr, es ist eine Riesensorge. Und letztlich dürfen wir nicht vergessen, diese immense Steigerung der Mengen an
Rindfleisch oder ein Schweinefleisch, Tierprodukte, die ins Land, nach Europa importiert werden dürfen. Also das sind 13-, 16-fache Steigerungsquoten. Und wir wissen, bei Kosten, bei geringeren Kosten, die Kanada in der Produktion hat, von bis zu 40%, dass das natürlich also Preise sind, wo unsere europäischen, aber natürlich auch unsere kleinstrukturierten österreichischen Bauern nicht mithalten können. Und damit auch ein wesentlicher Punkt, eine starke Bedrohung, nicht nur der Qualität unserer Produkte, sondern auch unserer Landwirtschaft. Herr Karas, wir spüren es ja auch hier in der Runde. Es war in Österreich oder sagen wir in Mitteleuropa der Widerstand gegen CETA besonders groß, während in anderen Teilen Europas, und das hat man ja auch bei der Abstimmung, bei der Debatte gestern gesehen, die Mehrheit eigentlich der Meinung ist, naja, warum nicht? Probieren wir das? Machen wir das? Warum ist gerade in der Mitte Europas und gerade in einem Land, das vom Handel so sehr bestimmt wird, der Widerstand so groß? Sind Sie auch von Österreich aus bearbeitet worden von CETA-Gegnern? Selbstverständlich. Wir alle sind im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Jeder von uns bekommt am Tag hunderte E-Mails und Resolutionen. Wir haben es uns ja nicht leicht gemacht, sondern wir haben ja gerade auf diese Sorgen und Ängste der Bürger versucht, in diesem Abkommen eine Antwort zu geben. Ich denke, und das muss ich jetzt schon einmal sagen, das Problem auch in unserer Diskussion, ich greife niemand an, jeder hat sein Recht, sei das zu sagen, was er denkt und was er fühlt und auch so abzustimmen. Nur der Punkt ist, dass vieles von dem, was hier an Ängsten formuliert wurde, eigentlich im Abkommen aufgegriffen ist. Und wir als Politiker haben Verantwortung zu übernehmen. Wir Politiker haben zu informieren. Wir Politiker haben zu verhandeln und haben zu entscheiden. Wir haben zu gestalten. Wir dürfen nicht nur immer die Ängste schüren und uns auf die Seite der Ängste stellen, sondern wir müssen Ängste nehmen. Nehmen wir nur her. Die landwirtschaftlichen Produkte sind kontingentiert. Hier gibt es, hier gibt es klare Limits. Die Lebensmittel, die Rechtsstandards, die Wertestandards, die Gesundheitsstandards, das Arbeitsrecht ist das Europäische nicht unterlaufen, sondern wir sorgen sogar dafür, dass Kanada die internationalen Arbeitsmarktregelungen übernimmt. Beim Schiedsgericht hat es am Beginn private Schiedsgerichte gegeben. Und wer hat wie, wie in 1400 anderen Abkommen, 1400 anderen Abkommen auch. Die Österreicher haben laufend mitgestimmt. Wir haben dafür Sorge getragen, dass kein öffentliches Gericht, kein Parlament, keine Regelungskompetenz aus den Mitgliedstaaten und aus Europa ausgelagert wird. Wenn man sich das Abkommen genau ansieht, dann wird es, ist es de facto die Regelung der Globalisierung. Wenn wir es nicht regeln, siegt im Regelfall in unserer globalisierten Welt der, der sich nicht an Werte, der sich nicht an Recht hält. Wir wollen aufgrund des europäischen Rechts, der europäischen Werte, mit einem Land, das uns sehr ähnlich ist, ein demokratisches Land, das zweitgrößte Handelspartner als Europa für Kanada. Kanada ist der zwölftgrößte für die Europäische Union. Und daher müssen wir versuchen, die Hand auszustrecken, Brücken zu bauen, aber Regeln dafür zu finden. Darf ich nur einen Satz sagen, weil der dazugehört. Wir haben ja ein großes Problem in der Globalisierung. Europa hat momentan 20% des Weltwirtschaftsvolumens. Wir sinken auf unter 10%. Wir sind derzeit 7% der Weltbevölkerung. Wir sinken auf unter 4%. Das heißt, es liegt in einem großen Interesse der Europäischen Union, dass wir uns nicht abschotten, sonst wären wir zum Verlierer der Globalisierung. Es ist in einem großen Interesse der jungen Menschen, der exportabhängigen Länder. Und wir sind auf jede... Schauen Sie, Herr Obermeier, mir geht die Verlogenheit in der Politik und das Doppelspiel. Wir verhandeln, wir entscheiden nicht, sondern wir sagen, es ist alles schlecht. Das geht mir unglaublich am Geist. Es geht mir am Geist, dass man zu Hause dafür ist und in Brüssel dagegen und umgekehrt. Machen Sie nicht die Sorgen und Ängste nieder. Nein, mache ich nicht, weil jede Angst, jede Sorge, jede Angst, wie das auch der Ausschussvorsitzende Lange von den Sozialdemokraten gestern noch einmal betont hat, finden sich in dem Abkommen.
kommen wieder. Da gibt es ja unterschiedliche Informieren wir über das, das ab, nicht so. Informieren, ja, das ist Ihnen ja unbenommen. Aber geben Sie eine Nur Antwort, warum Drittel, wir in Österreich eine, oder in Europa eine Paralleljustiz brauchen. Es warum? Gibt keine, es gibt das selbstverständlich. Es gibt keine Parallelgerichtsbarkeit. Und schreien Sie nicht, der nächste Punkt ist, über die Schiedsgerichte haben wir gestern gar nicht entschieden. Über die Schiedsgerichte entscheidet der österreichische Nationalrat. Da bin ich schon gespannt, und die nationalen Parlamente, der österreichische Nationalrat wird mit großer Mehrheit, mit einer großen Mehrheit, werden die Abgeordneten von ÖVP, SPÖ und NEOS und ich hoffe auch anderen, so wie sie das vor wenigen Tagen, Moment bitte, jetzt werden sie das beschließen. Jetzt Frau Gassmann, der Heinz, stehen Sie auf der Seite der Angstmacher und auf der Seite derer, die die Globalisierung zum Nachteil Europas ausnehmen. Herrn Karas da widersprechen, und es ist schon so, wenn er von Verbesserungen spricht, gerade beim Investorenschutz, der ÖVP wäre es immer gut genug gewesen, von Anfang an hätten sie CETA unterschrieben, die Verbesserungen beim Investorenschutz haben die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten durch ihren Sie reden sich jetzt hinaus wegen ihres Doppelspiels. Es stimmt überhaupt nicht. Zu dem, was drinnen steht. Es wären zuerst diese privaten Schiedsgerichte gewesen und dann hat man gesagt, das war noch im Herbst 2015, es darf dieser Vertrag nicht mehr aufgemacht werden. Frau Malmström hat uns das erklärt. Und es ist Parlament aber auf Druck der Sozialdemokratinnen so weit gekommen, dass es eben nachgebessert wurde und dieses Investment-Court-System jetzt gibt. Es waren vor allem die NGOs. Und es war vor allem die Bürgergesellschaft. Da haben wir die Sorge der Gewerkschaften, der NGOs, der Zivilgesellschaften ernst genommen. Und eben, wenn Sie diese Sorgen aufnehmen, ich meine, es sind 2/3 der Bevölkerung, die wirklich nicht für CETA sind. Es gibt ein Volksbegehren, das unterschrieben wurde. Also ich habe das Gefühl, Sie wollen lieber eine andere Bevölkerung wie einen anderen CETA-Vertrag. Also ich bin jetzt nicht ganz klar. Es sind Dinge in CETA drinnen, die einfach nicht klar formuliert sind. Wir haben zwar von Frau Malmström einen Brief mit Zugeständnissen, da hat Bernd Lange Fragen gestellt, da haben auch andere an Frau Malmström ihre Bedenken geäußert. Wir sind ja nicht die Einzigen. Es hat von verschiedenen Seiten Kritik gegeben und in einem Brief hat sie das beantwortet. Aber Sie wissen, ein Brief, das ist recht nett, aber nicht rechtlich bindend. Und das ist ja das, was wir fordern. Auch das Vorsorgeprinzip, ich gebe Ihnen völlig recht. Wieso steht es denn nicht dezidiert im Text drinnen? Wir wissen, dass wir in Europa das Vorsorgeprinzip haben. Sie hätten gestern haben, aber Ihrem nicht Kollegen lange zuhören sollte, hat das Vorsorgeprinzip als einen der Erfolge des Europaparlaments genau, in den Verhandlungen dann dargestellt. Dann kann es im Text drinnen Sozialdemokrat, der ausgesprochen für CETA war. Und es gibt aber auch keine Sanktionsmechanismen, wenn man sich nicht dran hält. Wenn man Umweltstandards, wenn man Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerstandards nicht einhält, wo sind da die Sanktionen bei Verstößen? Ich sehe sie nicht. Das hätte man reinbringen können, weil Kanada eben ein gleichwertiger Partner ist. Dann müsste es doch in diesem Vertrag funktionieren. Ganz kurz, Herr Wagner. Also ich möchte eine kurze Bemerkung zu dieser Diskussion geben. Es hat zu lange gedauert, dass diese Verhandlungen einigermaßen transparent geworden sind. Das stimmt. Es war zu viel Geheimes, zu viel Mysteriöses da und es hat zu lang gedauert. Und deswegen ist dieses Misstrauen hat sich breit gemacht. Und erst nach den vielen Protesten und Druck von den verschiedensten Organisationen und so weiter, haben sich die Türen da geöffnet. Ne? Und die Verhändler haben da sich klar erklärt. Ne? Also ich würde sagen, dieser Ruf nach Transparenz, ne? Nach Ehrlichkeit, ne? Die Leute wollen nicht mehr an der Nase geführt werden, wenn es um ihre Interesse geht. Und Globalisierung ist auch nicht eine heilige Kuh. Ne? Da haben wir verschiedene Erwartungen vor der Globalisierung. Ja. Ne? Es gibt auch Furcht vor der Globalisierung. Ne? Und das müssen wir auch einmal damit müssen wir uns irgendwie versöhnen und versuchen, die Leute, die Konsequenzen der Globalisierung fühlen, auch verstehen. Fürchten Sie sich vor der Globalisierung, Herr Obermeier?
Persönlich von der Globalisierung fürchte ich mich natürlich nicht und der Kollege Weigel wird es auch nicht so gemeint haben. Aber es gibt natürlich Sorgen und Bedenken und das müssen wir ernst nehmen, weil sehr vieles auf uns zukommt, auf Generationen, die mit dem eben nicht aufgewachsen sind. Aber ich möchte schon noch ein bisschen anhängen an ein paar Sachen, die gesagt worden sind. Es ist in der Tat so, wenn wir über die neue Entwicklung mit den Vereinigten Staaten sprechen, dass natürlich tausende Unternehmen in Kanada ihren Sitz haben und nicht nur, wie Herr Mitterlehner meint, das sind Briefkastenfirmen, das sind Tochterfirmen und über diese Schiene ist zu erwarten, dass sehr viel, was CETA bringen soll, auch reinkommt und natürlich auch die europäische Wirtschaft dementsprechend belastet. Und noch einmal zum Kollegen Karas. Nicht jeder, der hier Sorgen und Bedenken hat, wie viel in der Bevölkerung, ist gleichzusetzen mit einem Kommunisten oder mit einem Rechtsextremen. Ich würde mehr Respekt haben von den Sorgen der Bürger und auch sie auch so anhören und auch dementsprechend auch respektieren und wahrnehmen. Sie sind direkt angesprochen. Kurze Replik und dann das nächste Thema. Ich habe schon gesagt, das Wichtigste ist, dass wir jetzt auf die Bürger zugehen und das hätten wir viel früher machen sollen. Wir haben ein großes Informations- und Kommunikationsdefizit. Die Transparenz ist aber auch deshalb schon gestärkt, noch nicht gut genug, weil seit dem Lissabon-Vertrag das Europäische Parlament jedem internationalen Vertrag zustimmen muss und Parlamente sorgen für Öffentlichkeit, Kontrolle und für Transparenz. Dankeschön. Hier sind wir besser geworden. Danke sehr. Aber wir Dankeschön, sind Herr Karas. Ja, es gibt Leute, die viel mehr Europa fordern. Es gibt auch Leute, die glauben, dass wir schon zu viel Europa haben. Mit diesen Worten hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker dieser Tage das Dilemma zusammengefasst, in dem Europa politisch steckt. Es war einer der Gründe für den Austrittsbeschluss der Briten, dass dort die EU als übermächtig und bevormundend empfunden wurde. Aber ein Zurück zu den Zeiten, in denen alle im Einzelstaat ihr Heil gesucht haben, halten andere wieder für vollkommen verkehrt. Auch Österreichs neuer Bundespräsident gehört dazu. Lassen Sie uns nicht einreden, es wäre ein gutes Geschäft, die Macht unserer großen europäischen Gemeinschaft gegen die viel kleinere Macht der vermeintlichen nationalen Souveränität einzutauschen. Brexit, Trump und Putin. Es gibt genügend Gründe, die EU neu zu gestalten, und zwar auf eine tiefgreifende Art und Weise. Wir möchten eine wirksamere Union, zum Beispiel durch eine schlankere EU-Kommission, Schluss mit der Rosinenpickerei, und wir wollen einen einzigen Sitz des Europäischen Parlaments. A single seat for the European Parliament. Obwohl es erfrischend ist, solche Visionen zu sehen, stehen Vertragsänderungen im Moment nicht oben auf der Tagesordnung. Das Entscheidende, was all jene verstehen sollten, die für eine gute Zukunft Europas sind, wäre es, nach dem Brexit-Referendum endlich zu erkennen, dass die Briten keine schlechten Europäer waren, weil sie Brüssel den Rücken gekehrt haben, sondern ganz im Gegenteil, es ein Hilferuf war, mehr an Eigenständigkeit, mehr an Souveränität genießen zu können und sich abzuwenden vom Brüsseler Zentralisierungskurs. Herr Weigel, Guy Verhofstadt, Ihr Fraktionschef, wir haben ihn kurz schon gesehen, macht die ehrgeizigsten Pläne. Er will einen europäischen Finanzminister, er will, dass die EU-Kommission verkleinert wird. Er will energisch Schritte in Richtung der Vereinigten Staaten von Europa gehen, sage ich einmal. Ist er übergeschnappt oder ist er ein Visionär? Also ich persönlich, da bin ich immer schon wieder, ne, nicht in Einklang mit der Mainstream in meine Gruppe. Ne. Ich glaube nicht in Föderalisierung Projekt der Europa. Ich glaube, es sind viele Länder und Nationen, die sich nie damit abfinden. Aber natürlich, wir müssen über Stärkung der Effizienz der europäische Regierung in der breiten Sinne des Wortes. Wir brauchen Entscheidungen. Wir müssen zusammenhalten. Aber wir müssen unsere Bürger und Bürgerinnen überzeugen, dass sie das brauchen, dass es ihnen nützt, dass es nicht diese, der österreichische Präsidenten gehört, es war eine wirklich
ausgezeichnete Rede, ne? und wichtige Pointen. Ne? Es geht nicht darum, dass wir eine kleine Souveränität bevorzugen vor den gemeinsamen Interesse auf europäischer Ebene. Aber es gibt eine europäische Tradition. Es gibt eine besonders, ich würde sagen, mitteleuropäische Tradition. Und auch, wenn Sie Skandinavien zum Beispiel nehmen, also es geht nichts vorbei an der nationales Interesse, Identität, Kultur, Sprache und so weiter und so fort. Aber das ist nicht im Gegensatz zu einer Förderung der Effizienz. Ich schließe damit, es ist unbedingt nötig. Wir brauchen eine neue europäische Verfassung. Und das kann nur entstanden durch eine demokratische Diskussion von unten nach oben. Es kann nicht eine Erfindung eines Politikers sein. Herr Obermayr, braucht Europa neue Spielregeln? Soll Europa zentralistischer werden oder soll es nationalistischer werden? Ja, weder noch. Ich glaube, man braucht Europa nicht neu erfinden. Europa müsste nur einmal beginnen, die selbstgegebenen Spielregeln auch einzuhalten. Maastricht-Vertrag einzuhalten, Schengen-Vertrag einzuhalten, Kopenhagener Vertrag, Dublin-Verträge. Also Europa hat immer ein Problem gehabt, ihre eigenen selbstgegebenen Spielregeln dann auch einzuhalten. Wie wir wissen, viele Beispiele dafür. Ich glaube auch, dass wir jetzt 60 Jahre nach den Urverträgen nicht unbedingt was Neues erfinden muss. Ich respektiere, dass für Hofstadt Vorschläge eingebracht hat. Ein paar sind durchaus interessant. Reduktion der Anzahl der Abgeordneten, Reduktion der Kommissare. Da ist schon einiges dabei. Letztlich, und das ist für mich aber kein Weg, eine stärkere Zentralisierung, einen föderalen europäischen Bundesstaat, das ist für mich nicht die Zukunft. Mehr Rechte zurück zu den einzelnen Ländern oder zumindest die Kompetenz den Ländern so lassen und nicht von außen dauernd hineinregieren. Herr Karas, Vereinigte Staaten von Europa oder Nationalstaaten in einem ganzlosen Verbund? Wir müssen die Staaten Europas stärker vereinen. Wir müssen solidarischer werden, handlungsfähiger werden, effizienter werden, demokratischer werden. Das steht außer Streit. Darum geht's. Und wir alle sind Europa. Wir alle sind Teil dieser Gemeinschaft. Und nehmen wir nur die Flüchtlings- und Migrationsströme, wir alle rufen nach gemeinsamer Außengrenzschutz, nach Ursachenbekämpfung, aber sind gleichzeitig eher dagegen, dass es eine gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik gibt. Wenn man das eine will, muss man das andere tun. Wir haben eine große Finanz- und Wirtschaftskrise und Sozialkrise in Europa gehabt. Sozialpolitik, Bildungspolitik, Steuerpolitik, Arbeitsrecht sind aber reine nationale Angelegenheiten. Wir haben einen Fleckelteppich. Wir schwächen uns daher selbst. Und darum geht's. Wir haben gerade die Globalisierung debattiert. Wir müssen handlungsfähiger werden. Sonst erdrücken uns die Probleme. Der Fleckelteppich nationaler Interessen schwächt die Gemeinschaft. Ja, ich bin für eine handlungsfähige, für eine demokratischere, für eine effizientere EU. Wir müssen die Instrumente schaffen, um gemeinsam handeln zu können. Jetzt hapert es aber schon bei der Einhaltung der bestehenden Verträge. Herr Obermayr hat es angesprochen. Ist jetzt wirklich die Zeit, um sich neue Visionen zu geben, wenn man kanntermaßen zugestehen muss, dass es schon mit den bisherigen nicht so richtig klappt? Es braucht auf jeden Fall Visionen, das ist legitim. Wichtig ist, Europa besteht aus 28 Mitgliedstaaten und es ist eine pluralistische Gesellschaft. Und man muss einfach wissen, das birgt große Chancen, aber auch große Risiken. Und ich glaube, diese Herausforderungen anzunehmen, dass jeder in seinem Bereich schon tätig sein kann, aber das große Ganze dann sieht. Und Europa schwächt nicht, Europa stärkt, wenn man zusammenhält. Und ich denke, dass es wichtig ist, gerade die soziale Säule zu stärken. Präsident Juncker hat es in seiner Rede ja betont, wir müssen an einem sozialen Europa arbeiten und meiner Meinung nach ist das einer der größten Kritikpunkte. Die Leute haben oft das Gefühl, sie gehören zu den Verlierern, sie spüren diesen Wohlstand, den Europa bringen soll oder auch immer hochhält, den spüren sie nicht. Also ist es wichtig, diese Chancengerechtigkeit. Es ist also auch wichtig, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass die Menschen das Gefühl haben, sie haben Zugang zu der sozialen Infrastruktur, Pflege, Kinderbetreuungsplätze, was auch immer. Das sind Dinge, die Leute
Leute wirklich spüren. Wir in Brüssel haben oft so eine Seifenblase. Wir diskutieren große Themen und die Leute dann in den Nationalstaaten spüren aber nicht, was auf sie dann von Brüssel herunterkommt. Oder oft ist es negativ. Und da möchte ich auch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, dass diese auch transportieren, was macht Brüssel, was setzen sie um und was ist in ihrem Bereich. Das muss auch noch besser kommuniziert werden. Also es braucht eine bessere Kommunikation und es braucht auch eine soziale Säule, die ausgebaut wird. Ganz kurz als Antwort, reicht ein Ja oder Nein? Soll es europaweite Volksabstimmungen geben können? Das haben wir immer verlangt. Wir müssen auch die demokratischen Instrumente stärken. Aber man muss jetzt eines sagen. Vieles von dem, was hier gesagt wurde, ist nicht europäische Kompetenz. Daher brauchen wir die Instrumente, damit wir das, was der Bürger von Europa will, auch tatsächlich tun können. Wir brauchen den politischen Willen, wir brauchen die Mehrstimmigkeit. Und wir brauchen gegen, wir müssen die Blockaden in Europa beseitigen. Danke. Volksabstimmungen europaweit? Es ist wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen können. Und ich finde schon, dass wir da ganz genau auf unsere Bürgerinnen hören müssen. Herr Weigel? Ich glaube, wir müssen in alle Ländern mehr über Europa reden. Und dann entscheiden, wollen wir noch auch Volksbegehren haben. Soll man europaweit abstimmen? Volksabstimmungen. Ich hoffe ja, nachdem es offensichtlich schon ziemlich klar ist, wie Kollege Karas gesagt hat, dass CETA auch im österreichischen Parlament durchgewunken wird, wird es umso wichtiger sein, die Bevölkerung zu fragen. Und ich hoffe, die Regierung. Wenn man ganz Europa abstimmt, geht es vielleicht durch. Wird eine Abstimmung sogar durchführen. Mhm. Vielen Dank. Seltsame Gestalten hat es letzte Woche in den Räumen des Europäischen Parlaments zu bewundern gegeben. In einem Versammlungsraum haben Roboter gezeigt, was sie können. Es wird hier im Rechtsausschuss des EU-Parlaments schon intensiv darüber beraten, ob Roboter in Zukunft rechtlich gesehen so etwas wie Persönlichkeiten darstellen. Persönlichkeiten, die sich auch zu Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt entwickeln können. Hello. In the very long time. Auf längere Zeit, in 50 Jahren oder so, können wir Roboter erschaffen, die klüger als Menschen sind. Und wenn wir uns nicht rechtzeitig damit befassen, bekommen wir ein echtes Problem. Unsere arbeitende Bevölkerung wird ja auch immer älter. Und durch das Älterwerden braucht man robotische Unterstützung. Also natürlich, Automatisierung, da stellt man sich direkt die Frage, werden jetzt massiv Arbeitsplätze abgebaut? Und das ist in der Tat auch eine, es ist ja eine, das sehen wir ja schon, wir haben das ja gesehen in der Vergangenheit und jetzt geht die Entwicklung relativ schnell. Und dann denke ich mir, wir sollten jetzt mal genauer hinschauen, welche Aufgaben, welche präzise Aufgaben werden übernommen von Robotern und wie können wir die Leute auch schulen, um mit Robotern umzugehen? Es ist schwer vorauszusagen, was kommt, aber wir wissen, dass künstliche Intelligenz und Roboter auf dem Weg in unseren Alltag sind. Sie waren früher nur in Fabriken, aber jetzt mischen sie sich unter uns. Frau Grassmann-Heinz, Sie haben das soziale Europa gefordert, aber ein Europa, dem möglicherweise die Arbeit ausgeht als Folge der Automatisierung, wie sozial kann das überhaupt noch sein? Man muss aufpassen, dass Roboter nicht die Arbeiter ersetzen, sondern dass Menschen, die arbeiten, mit Robotern arbeiten. Und es ist natürlich die Zeit, die wird sich ändern. Man merkt, es wird mehr Roboter werden eingesetzt. Also wir reden hier von fahrerlosen Autos oder LKWs bis hin im Pflegebereich Roboter, aber auch in anderen Bereichen. Und deshalb ist es so wichtig, auch hinzuschauen, was wir eigentlich von den Menschen dann noch erwarten können. Es sind ja meistens Berufe, die so Routinetätigkeiten sind, die wegfallen werden. Wie schulen wir Menschen oder die Weiterbildung von Menschen ist da wichtig? Wie können wir sie anders einsetzen, damit sie auch ihr Leben noch gestalten können? Und es ist wichtig, bei der Digitalisierung auch hinzuschauen, dass die Menschen einfach in ihrem Bereich anders eingesetzt werden, aber nicht ersetzt werden. Bundeskanzler hat als neu frisch gebackener SPÖ-Chef kurzzeitig einmal mit einer Maschinensteuer geliebäugelt. Es wurde auch jetzt im Europäischen Parlament davon gesprochen, man könnte möglicherweise eine Robotersteuer andenken. Sind das gangbare Wege oder hält man damit nur eine unvermeidliche Entwicklung auf? Ich glaube, wir müssen uns den Zukunftsherausforderungen stellen.
Daher hat das Parlament ja Initiativen ergriffen, zu schauen, was sind die Konsequenzen, wie regeln wir diese neue Entwicklung. Wir stehen vor unglaublichen Umwälzungen. Das ist Realität. 30-60% der derzeitigen Jobprofile werden sich in den nächsten Jahren verändern. Es gibt Studien, dass auf einen Roboter 3,6 Arbeitsplätze entstehen. Neue, andere. Daher müssen wir uns dieser Frage stellen. Es hat keinen Sinn, Angst davor zu machen, sich abzuschotten, sondern diese Entwicklung zu regeln, zu nützen, die Chancen zu begreifen. Die Steuerfrage ist eine andere Frage. Sie löst uns kein einziges Problem. Wir müssen diese Zukunftsherausforderungen annehmen und unsere Arbeitswelt neu gestalten und die Menschen vorbereiten. Und die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, dass es zu keinem Missbrauch kommt. Brauchen wir eine Robotersteuer, eine Automatisierungsabgabe, wie auch immer man es nennt, wenn Arbeitsplätze wegrationalisiert werden, soll das dann Geld kosten? Naja, zum Ersten muss man sagen, wir können alle sehr froh sein, dass sich auch das Europäische Parlament dieser Thematik stellt. Künstliche Intelligenz, Robotik, das ist ganz wichtig, nicht nur für unsere Produktionsbetriebe, damit sie international wettbewerbsfähig bleiben. Es wird in das gesamte Leben, den Alltag natürlich ungemein eingegriffen werden. Das wirft natürlich auch ethische Fragen auf und es ist, glaube ich, richtig, dass wir uns damit befassen. Und jetzt zu Ihrer Frage. Natürlich habe ich schon kleine Sorgen, wenn in diesem Bericht auch die Robotersteuer oder wie Herr Kern sagte, ja, wieder Maschinensteuer alt angeschnitten wird. Es ist ein Diskussionspapier. Ich persönlich lehne natürlich eine Robotersteuer, eine Besteuerung von Robotern in Betrieben ab, denn es ist genau das Negative, das dadurch erzeugt wird. Es wird diejenigen, die Unternehmen, die investieren und modern und wettbewerbsfähig sein wollen, die werden dadurch bestraft. Und die Konsequenz wird sein, ein Unternehmen werden zusperren und andere werden ins Ausland gehen, wo offensichtlich man etwas klüger wäre oder ist, wenn wir eine Besteuerung der Robotik oder der Automatik einführen. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig sein wird, denn wie renommierte Forschungsunternehmen, Forschungsinstitut Nürnberg zum Beispiel, Überlegungen anstellen und Beweise liefert, rechnerische Beweise, dass natürlich sehr viel umgeschichtet werden kann, mit begleitender Umschulung, mit Weiterbildung, sodass es nicht zu einem dramatischen Verlust von Arbeitsplätzen gehen wird, sondern es wird andere Profile geben müssen, andere Arbeitsplätze. Und die Politik ist gefordert, diese Umbildung, Weiterbildung, diese Ausbildung zu organisieren, zu begleiten, mit der Industrie auch. Und Industrie 4.0 ist ja eine hervorragende Plattform, die wir bereits haben und die international hervorragende Zusammenarbeit. Und das sollte auch die Politik dementsprechend begleiten und unterstützen. Maschinensteuer, Robotersteuer? Natürlich, Maschinensteuer finde ich eine Idee für die Wertschöpfungsabgabe. Sozialisten freuen immer zuerst das Wort Steuer und, ein. Es ist auch so, dass man Unternehmen belohnen kann, wenn sie Beschäftigung schaffen. Das ist ja auch ein Modell des Plan A's. Und es ist wichtig, dass wir unseren Sozialstaat finanzieren können. Und da müssen wir uns was überlegen. Es geht mit Weiterbildungen und anderen Umschichtungen, ja. Aber trotzdem, irgendwie müssen wir unseren Sozialstaat schon finanzieren. Und das wäre in dieser Form möglich. Herr Weigel, sind neue Steuern die Lösung? Soll man die Automatisierung mit Steuern bestrafen möglicherweise oder lenken? Ich glaube, es ist ein Wahnsinn, sich zur Entwicklung der Technologie und Wissenschaft zu widersetzen. Es wird sich weiterentwickeln und neue Ideen und neue Projekte. Aber da müssen wir uns kümmern um eine Balance zwischen dem Interesse von Homo sapiens und sein Werkzeug. Ne? Und sonst werden wir von den Maschinen überrumpelt. Ne? Ich hoffe nur, dass sich die Entwicklung nie in diese Richtung entwickelt, dass die Roboter auch Kinder kriegen. Dann sind wir erledigt. Ne? Vielen Dank. Roboter dürfen nicht Menschen ersetzen, das geht gar nicht. Das ist richtig, genau. Die ethischen Fragen, die wichtig sind. Dankeschön. Das war Inside Brüssel aus Straßburg für heute. Wir melden uns in 2 Wochen zur gewohnten Zeit wieder, und zwar aus dem Europäischen Parlament in Brüssel. Ich danke meinen Gästen für die Mitwirkung und ich danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Fernsehabend. Auf Wiedersehen.